Wunderschön, hallo. Hallo, ja, gute Deutsch. Servus an alle, die, die ja schon da sind. Noch mal ein paar Minütchen warten, dann fangen wir an. So, fangen wir mal langsam an. Moin, Badema. Alles fit? Servus, Mr. Krüger. Und alles fit bei euch? Einwandfrei. Läuft. Ich würde sagen, wir fangen mal an zum Warmwerden mit einer 1000-Yen-Münze. Danach machen wir was ganz Besonderes heute. Premiere auf Twitch sozusagen. Das sage ich aber erst danach. Fangen wir mit dem an. 1000 Yen. 1964. Das wird schön. Hatten wir über die Ringgröße gesprochen? Ja, ne? Also, ich habe keinen Zettel drin gesehen. Lieber nochmal fragen nach der Ringgröße.
21,322 mm. Gut, kriegen wir hin. 21,3 Größe 66, 67. Dann machen wir mal 66. So, schreibe ich mir mal auf. Werkzeug. Da. So, erstmal die Kanten glatt machen, in Geraden. Und heiß machen. Er braucht viel Hitze. Das ist jedes Stück. Voller Körpereinsatz hier. So. So, schön heiß.
Jetzt geht es zum Stretchen. Ringgröße 64. Der Ring geht nach Lünen. So, jetzt wieder kleiner gemacht, dass beide Seiten gleich sind. So, jetzt haben wir den wieder ein bisschen gequetscht. Jetzt können wir den wieder von unten raus auf die gewünschte Größe ziehen. Aber erst heiß machen. Ohne heiß geht gar nichts.
Langsam wird die Form. Heiß machen, bringt nichts. Ein bisschen zusammenstauchen, dass die Trapezform weggeht. Und dann haben wir es auch schon fast. In den Rand ein bisschen raus machen, dann lässt es angenehmer tragen. Sind wir wieder bei 66, ich brauche 64, dann drücken wir den doch noch ein bisschen runter. Noch. So, jetzt sind wir bei 64. Zack. Jetzt wird ein bisschen sauber gemacht, Vintage Style und für die Versiegelung vorbereitet. Und einmal Zaubermittel. Mal schwarz machen.
Weiß ist sehr schwarz. Und jetzt nehmen wir das Relief oben weg. Dann bleibt so ein schöner Kontrast. Das Vintage fertig. Mal von innen raus polieren. Und dann ist er fertig. Fertig jetzt muss er. Fertig. Ah, ist er. 1000 Yen. Moment. So, hier. Schöner Ring. Ja. Hier wird er nachher noch versiegelt. So ist das gewünscht. Vom Dennis. Zack. Nichts durcheinander kommt. So. 20 Sekunden wieder da. Rest wegpacken. So, jetzt kommt der besondere Teil. Was ganz was Feines. Schauen wir hier. Hier. Einige werden es kennen. Eine Unze Krügerrand. 91,6% Gold.
Preis sehr teuer. Da machen wir heute für einen netten jungen Mann, der hier im Chat ist, einen Ring. In Ringgröße 66. Schönes Teil. Sehr massiv, sehr schwer. Nicht günstig. 1977. Da ist das gute Stück. Fangen wir mal an. So, die passende Form. Dann wird der hier. Zack. So. So, letzte Chance, ja? Nochmal kurz zustimmen lassen. Dann gibt es kein Zurück mehr. Los geht's. Das ist ein Go für mich. So, aber wie geht's? Auf, alles klar. Schönes Stück Abfall. So, ein Loch in der Mitte. Wieder ein bisschen die Kanten wegmachen. Entgraten, entgraten. Eine Umdrehung, 1 Euro. Bei denen mache ich gern, bevor sie anfangen zu glühen, mit dem Edding einen Strich drauf. Und sobald der verschwindet, hat sie die richtige Temperatur. Bei Gold ist es jetzt nicht so wild. Gold ist sehr genügsam, aber das habe ich mir so angewöhnt. Schön dunkel. Eure erste Biegung. Haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich nehme mal stark an 77 außen, ne? Krüger an 77 außen. Ist eigentlich Standard. Aber man muss ja mal drüber gesprochen haben. So verkaufe ich die immer, dass sie an 77 außen steht. Genau, dachte ich mir. Einen hatte ich, den hatte ich andersrum. Der hatte bei mir schon zwei normale gekauft und dann wollte er einmal einen, wo Südafrika drauf stand. So.
Sieht ja so aus. Ist wieder nochmal warm gemacht. So, jetzt wird er nochmal gequetscht, gedrückt, bei dem noch ein bisschen Papier zwischenlegen. Ein bisschen Flutschi-Creme. So, jetzt haben wir die Form. Es wird langsam. Das war jetzt der kritischste Teil. Also wenn was hätte passieren sollen, was eigentlich noch nie passiert wäre, dann jetzt. Aber der Teil ist durch. Ab jetzt ist es relativ einfach. Ich gucke immer gerne, ob irgendwelche Risse zu erkennen sind. Und dann kann man auch was dagegen machen, wenn man die nicht sieht. Dann ist das nicht so gut, aber passiert nichts bei Gold. Sicherheitshalber. So, kann man ein bisschen an. Heiß machen. Weiter geht's. Oh. Ist auf Teppich gefallen. Alles gut. Alles top.
So, jetzt machen wir wieder ein bisschen die Größe rund. Einmal hier durch den Tunnel drücken. So, jetzt haben wir die Form. Jetzt machen wir noch ein bisschen gerade, dass es nach was aussieht. Wir sind jetzt bei Größe 66, den ziehe ich jetzt nach unten groß, da geht er unten auf 68. Dann drücke ich ihn wieder zusammen, dann ist er schön gerade. Dann haben wir die 66. Jetzt sind wir hier bei 69. Jetzt drücke ich den hier zusammen. Gehen wir auf 66 ungefähr. Den Rand hier ein bisschen rausnehmen. Das ist sehr unangenehm beim Tragen. Und dann kann man hübsch machen. Wieder so aus. So von der Größe. 66, den kann man noch ein bisschen kleiner machen dann. Nachdem ich ein bisschen Rand weggenommen habe. Eine Nummer kleiner. Passt. Das sag doch mal.
Oder geht noch ein bisschen was? Bisschen geht noch. So, schon gerade mal kurz die Schiebelehre. Hier ist der Ring. So, 21,3 bis 22 hast du gesagt, ne? Jetzt sind wir 21,2. So, 21,3. Unten ist er ein bisschen breiter. Da sind wir bei knapp 22. Aber das ist halt, weil der Ring, die Münze am Rand breiter ist. Wenn er hier und hier dieselbe Größe hätte im Durchmesser, dann würde der so trapezförmig zulaufen. Deswegen, also ich sage auch immer, die dicke Seite nach vorne, weil, weißt du? Dann schließt die hier ab am Finger und dann rutscht nichts runter. Man rutscht auch so nicht, aber so ist halt sicherer. Man kann auch so tragen, aber dann hast du halt hier immer so ein bisschen was, das gefällt mir halt nicht, ne? Diese Öffnung hier. Aber das soll jeder machen, wie er möchte. So. 21,3. Auf der anderen Seite ein bisschen größer. So. Sieht er so aus. So, zack. Jetzt machen wir noch ein bisschen Vintage, dann sieht er auch schick aus. Gut aus. Ist auch gut gerade. Da ja nichts. So, dann mal von innen raus polieren.
auch noch ein bisschen Wachs auf die Außenseite. Dann sieht es noch besser aus. Da geht eher der Tisch kaputt bei der Legierung. Oben festes Teil. So. Mir gefällt er. Finde ihn schön. Wird ihn glatt selbst behalten. So. Da ist er. Sehr schöner Ring. 1977. Mal gucken. Na komm. Noch scharf. Also dieser Moderator, keine Ahnung, was mit dem los ist. Wie gesagt, ich bin neu in diesem Business. Ich muss da mal gucken. Ich habe da jetzt eigentlich schon fast alles ausgemacht. Ich weiß nicht, wie empfindlich der reagiert. Sorry dafür. So, hier ist der Ring. Den packe ich schon mal beiseite. Bin sofort wieder da. Ich gucke gerade noch mal nach dem Bot. Du bist jetzt.
Das ist mir der liebste Abfall. Für schlechte Zeiten. Ich danke dir fürs Vertrauen. Vor allem. Ich mache das sehr gern sowas. So. Wie viel Uhr haben wir? Viertel nach acht. So. Habe ich noch was zu tun? Nein, eigentlich nicht. Ich habe noch eine Form gedrückt für einen Spezialauftrag. Der kleinste Münzring, den ich machen werde. Das Video ist auf Twitch, ich weiß gar nicht wie lange, eine Woche oder sowas, aber ich lade die auf YouTube, lade ich die noch hoch auf meinen Kanal. Immer so ungeschnitten, komplett, zack, weg damit. Und auf YouTube ist es dann ewig. Ich denke mal so in 1 bis 2 Wochen, immer sonntags lade ich ein Video hoch. Dann müsste in ungefähr 2 Wochen das Video dann bei YouTube sein. Ungeschnitten, live. Uncut, explicit. So, ich gucke gerade mal nach der Form. So, und die habe ich mir gedruckt. In der Millimeter. Noch mal drucken. 101%. Alles klar. Muss noch das Kind versorgen. Sonst stirbt er mir am Hungertod. So sind die Kinder ja. Dann, ja, wie gesagt, mach morgen den Auftrag. Spätestens Dienstag ist dann das gute Stück bei dir. Wundervoll. So, da ist er. Schon ordentlich Gewicht, ja. Und mal ein bisschen aufräumen. Ich danke dir auch. Ich danke dir auch, ein schönes Wochenende, so rum. Und ein schönes Wochenende, dann bald. Ne? Morgen wieder Nachtschicht. Ich wünsche euch was. Salve, Amen und Tschüss.